Meine Damen und Herren, Martin Walser, Tod eines Kritikers. Andreas Isenschmidt. Also, wenn du erlaubst, würde ich mal die Vorgeschichte ausklammern. Auf die kommen wir vielleicht. Die meisten werden sie ohnehin kennen. Das ist das Buch, von dem viele wissen, dass darin Marcel Reich-Ranicki ermordet wird und dass es vielleicht antisemitisch sei. Die Sache ist zum Glück ein bisschen komplizierter. Es geht in diesem Buch um einen Kritiker namens André Erlkönig. Das ist wahrscheinlich die Hauptfigur. Das ist in der Tat ein Kritiker, der Marcel Reich-Ranicki in sehr, 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 sehr viel ähnlich sieht. Insbesondere in den Argumenten über die Literatur und in der Art, sich zu bewegen, in der Art zu sprechen. Die wird nämlich imitiert. Und auch in der Tatsache, dass dieser André Erlkönig Jude ist. Allerdings nicht aus Polen, sondern aus Frankreich. Und die Sache wird dann im Roman noch so ein bisschen gerüchtemäßig an die Seite gerückt. Es geht um diesen André Erlkönig und es geht darum, dass am Anfang des Romans man glaubt, er sei ermordet worden. Er ist nämlich verschwunden, man hat seinen Pullover mit einigen Blutflecken gefunden und man hat sogleich auch einen Täter, nämlich den Schriftsteller Hans Lach, den André Erlkönig niedergemacht hat in einer Fernsehsendung. Lach hat Erlkönig dann beschimpft und daraus leitet die Polizei ab, ihn wohl auch anschließend ermordet. Ein zweiter Schriftsteller namens Michael Landolf, der sich als Freund von Hans Lach ausgibt und weiß, der kann es nicht gewesen sein, macht sich dann ein bisschen näher an die Sache heran. Er besucht den vermeintlichen Täter im Gefängnis, der sagt kein Wort. Und er besucht eine Menge deutscher intellektueller Schriftsteller, die im Buch ihre Namen tragen und hinter denen wir teilweise leicht verschoben, leicht maskiert Gestalten der realen literarischen Szene erkennen können. Und alle gießen kübelweise Häme über André Erlkönig, vulgo Reich-Ranicki. Er wird also sozusagen in einem mehrstimmigen Konzert, das sich manchmal wirklich in sehr hohe polemische und geschmacklose Höhen steigert, niedergemacht. Das ist der erste Teil, er heißt Verwicklungen. Vielleicht könnte das Buch da zu Ende sein, falls es überhaupt begonnen haben müsste. Der zweite Teil ist etwas unübersichtlicher, er heißt Geständnis. Hans Lach gesteht dann, er habe Erlkönig umgebracht und bricht zusammen und kommt ins Irrenhaus. Es gesteht aber auch die Frau von Hans Lach, sie habe von Erlkönig, sie habe ihren Mann umgebracht. Es treten viele Figuren auf. Im Irrenhaus lernt dieser Lach einen sehr, sehr merkwürdigen, halbverrückten, Hölderlin-artigen Dichter kennen namens Mani. Es tauchen verschiedene Frauen auf. Ich will die Details der Handlungsentwicklung hier nicht besonders nacherzählen. Ich glaube nicht, dass sie besonders wichtig sind. Im dritten Teil ist Lach dann frei, Erlkönig ist wieder aufgetaucht. Er war nämlich nur auf einem Lustschloss und hat sich mit seiner Geliebten verlustiert und hat mit einigem Amüsement zugeguckt, dass man ihn für tot hält. In diesem dritten Teil reist dann Lach, der jetzt wieder aus der Klinik herausgekommen ist, mit einer Verlegersgattin namens Julia Pelz. Hinter ihr kann man die Gattin des Suhrkamp-Verlegers erkennen, nach Fuerteventura. Dort treiben sie dies und jenes, darunter Sex. Und am Ende reist man zurück nach München und Hans Lach setzt sich ans Schreibpult und beginnt das Buch zu schreiben, das wir eben gelesen haben. Die letzten drei Sätze des Buches sind identisch mit den ersten drei Sätzen und wir merken dann auch, aha, dieser zweite Schriftsteller Michael Landolf, der den Fall untersuchte, den gab es gar nicht, den gibt es nur in der schreibenden Fantasie des Schriftstellers Hans Lach. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Mein Eindruck ist nämlich, das Buch erinnert schwer an eine dieser tollen Parfümverpackungen. Parfums, die kosten dann etwa 400 Franken. Die Verpackung ist so groß, Seide und alles kommt dabei vor und innen drin ist ein sehr, sehr kleines, kostbares Parfümfläschchen. So kommt mir dieser Roman vor, nur dass innen drin eine kleine Stinkbombe ist. Aber die Handlung erinnert mich schwer an diese Verpackung der Parfümfläschchen, die man dann eigentlich immer ziemlich bald wegwirft. So, das ist die Geschichte. Also Martin Walser schreibt ein Buch, Andreas Isenschmidt hat jetzt ungefähr, oder hat die Handlung wiedergegeben, das Manuskript erhält Herr Schirmacher von der FAZ, soll einen Vorabdruck machen, Herr Schirmacher entscheidet, das mache ich nicht, denn dieses Buch hat teilweise schlimme antisemitische Konnotation und veröffentlicht im Feuilleton einen offenen Brief an Martin Walser, wo er sagt, ich werde dieses Buch nicht veröffentlichen in der FAZ und dann geht's los. Herr Abrecht. Eine Debatte, die
gleichzeitig eine werbende Wirkung hatte, wie sie wahrscheinlich in der Verlagsgeschichte völlig einmalig ist. Und wir, Nolens Volens, setzten die Werbekampagne auf unsere Weise fort. Herr Schirmacher wollte sicher diese Werbekampagne nicht lostreten. Er wollte, glaube ich, als in der Gloriole des nun endlich erkannten Herzogs aller Gutmenschen und aller anständig Gesonnen und Gesinnten seine etwas angeschlagene Stellung bei der FAZ festigen. Aber die Folgen waren eben unabsehbar. Und nun ist eine Lawine ins Rollen gekommen, in der Walzer, der kein schlechter Regisseur seiner selber ist, die Debatte anzuheizen versteht, dann wieder ein bisschen Wasser aufs Feuer gießt, dann wieder ein bisschen Öl ins Feuer. Jedenfalls, sie wird sehr schön wachgehalten. Der Verlag, dem es wie allen Verlagen nicht so furchtbar gut geht, der wird wahrscheinlich ein wunderbares Einspielergebnis haben, der Autor auch. Ich würde den beiden eigentlich aus Gründen der Hygiene empfehlen, dass sie doch die Gewinne von diesem Buch an karitative Organisationen überweisen. Zum Beispiel wäre es ganz gut, wenn so kommt es an israelische und palästinensische Menschenrechtsorganisationen, die ja sehr tapfer auf beiden Seiten die rechte Sache zu vertreten versuchen, überwiesen. Und die brauchen dringend Geld. Und Walzer, der soll es mit sich ausmachen, wohin er spendet. Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit oder so etwas Schönes und Edles wäre vielleicht auch etwas. Oder an die Sudetendeutschen. Und diese, die würden ihm den nächsten Preis geben. Also. Aber da kommen wir noch. Den alemannischen Preis hat er ja schon bekommen. Also es fängt, glaube ich, an, das Buch mit dem Satz, die Zeit des Hinnehmens ist vorbei. Und um das nochmal kurz zu sagen, also an sich, dass wir drüber reden, es ist ja kaum ein Roman, sondern eher Rache. Und es ist wirklich kaum, also finde ich, literarisch ist es wirklich unter jeder Kanone. Die Zeit des Hinnehmens ist vorbei. Und das ist, glaube ich, das Thema von Walzer. Und zwar sowohl für Deutschland als auch für sich. Also er findet ja schon seit langem, dass wir mit dem Thema des Holocaust und seinen Folgen irgendwie nun so intensiv umgegangen seien, dass es jetzt eigentlich genug sein könnte. Und er begreift überhaupt nicht in seiner Empfindungslosigkeit. Das heißt, der Mann ist nur noch empfindsam für sich selber und für niemanden anderen. Dass erstens, dass wenn man sich wirklich mit dieser Geschichte beschäftigt, man es selber nicht kann. Und zweitens, so etwas, wie er in der Paulskirchenrede es Bubes ins Gesicht gesagt hat, er damit jemandem sagt, ich muss mich jetzt in meinem Alter nicht weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe es sehr viel getan. Ich bin gerechtfertigt. Jetzt sozusagen möchte ich ein ruhiges Alter haben. Das jemandem ins Gesicht zu sagen, der das nicht sagen kann, weil nämlich die Geschichte in ihm lebt und weil er selbst ein Verfolgter war und ein Überlebender. Moment mal, reden wir jetzt über die Paulskirchenrede oder reden wir über diesen Roman, der mit all dem, was Sie sagen, nicht das Geringste zu tun hat? Man muss den Roman lesen in genau dem Zusammenhang, weil wenn ich nämlich sage, das eine ist das Thema, die Zeit des Hinnehmens ist vorbei, weil, was dann passiert ist, in der Folge dieser Paulskirchenrede und in der Bubes-Walzer-Debatte, hat Herr Walzer eine Kränkung erfahren und die sozusagen auch in diesem Buch jetzt zum Tragen kommt, die auch seine Rache mit befördert und mit beflügelt, weil er nämlich da das Gefühl hatte, Bubes wird besser behandelt als er. Weil in diesem Deutschland, in dem kaum jemand wagt, einen Juden zu kritisieren, wird er, Walzer, sozusagen heruntergeredet und er wird als der Böse dargestellt und Bubes ist der Gute. Und das kommt in diesem Roman auf eine erschreckende Art und Weise wieder heraus. Da gibt es so Zitate, da sagt, er kann nicht so kämpfen wie sein Gegner, weil sein Gegner repräsentiert das Gute und gegen die Guten kann man nicht siegen. Und das geht dann, dieses Zitat geht dann weiter und bezieht er dann auch darauf, dass er sagt, und nach den Kriegen gewinnt immer das Gute. Und das sind ganz perfide Sätze und die sind aus dieser Gekränktheit von Walzer herauszuerkennen. Ja, aber kann man in der Literatur immer alles eins zu eins nehmen? Also Lach, Walzer, Erlenkönig, Reich Ranicki also, und so weiter. Nein, das kann man natürlich nicht. Aber durch eine sehr instruktive Begegnung gestern Abend, die ich bei Dreisat gesehen habe. Begegnung mit? Walzer und
Frank A. Meyer, ein fabelhafter Interviewer, der beste, den ich im deutschsprachigen Raum kenne, ich jedenfalls habe keinen besseren erlebt, der hat, ob ganz freiwillig oder nicht, ich denke eher etwas unfreiwillig, in Walzer einiges zum Vorschein gebracht, das ich so nicht kannte. Denn Walzer sagte, ja, um Gottes Willen, wie kann man denn einen Schriftsteller mit den Figuren, die er gebiert, identifizieren? Ist doch richtig. Und ja, bis zu einem gewissen Grad. Man ist natürlich zugleich als schreibender Mensch auch mit jeder Figur, die man hinsetzt, identisch. Nie völlig, aber es ist schon ein Stück von uns. Nur sagt er, wer Antisemitismus in Äußerungen dieser und dieser Figuren in meinem Buch herausliest, der muss dazu bereit sein. Das heißt, er formulierte es in seinem herzigen Oberschwäbisch so, der läuft voll in die Goebbels-Falle. Das heißt, wer diese Äußerungen als antisemitisch versteht, offenbart damit, dass er selber Antisemit ist. Das Bürschchen ist gar nicht so unschlau, nicht? Also ich finde, die Debatte läuft auf eine interessante Weise. Es gibt einen skandalösen Vorgang, nämlich dass ein Mensch namens Schirmacher, der mir vorkommt wie ein Möllemann des Feuilletons, das Wort antisemitisch auf diesen Roman appliziert. Seither ist das ein Selbstläufer. In Ihrer Reaktion haben Sie sofort den Kontext Holocaust, Rede, alles hergestellt. Aber wir sollten doch zuerst mal den Roman ansehen. Kommt das drin vor? Kommt das nicht drin vor? Ich stehe dazu, ich finde diesen Roman nicht im Schimmer antisemitisch. Ich stehe auch dazu, dass ich finde, dass dieses Anrühren einer homogenen Suppe, wo man alles bei Walser nimmt, was einem je nicht gepasst hat, und es so ein bisschen rührt, und dann sagt man, das ist ja braun, das passt mir auch nicht. Ich finde die Rede in der Paulskirche eine außerordentlich schlechte und eine stinkige Rede. Sie ist keine faschistische Rede. Sie ist keine narzisstische Rede. Sie ist keine neonazistische Rede. Sie ist einfach ein ganz normales Stück unangenehmen, reaktionären deutschen Geschichtskonservativismus. Das gibt es überall. Und ich finde es ein verhängnisvolles Zeichen der deutschen politischen Kultur, dass man dann das mit der heißen Nadel immer gleich in sowas Neofaschistisches hochstellt. Sollte man nicht machen. Schmidt, also ich gestehe Ihnen in Sachen deutscher Geschichte, deutscher Zeitgeschichte, deutscher Politik eine gewisse Unschuld zu. Aber wenn Sie die frühen Reden der Nazis und der intellektuellen Garde, auf die sich die Nazis geschützt haben, dann sind das keineswegs offen narzisstische faschistischen Parolen oder gar antisemitischen Parolen. Ich will das dem Anspruch von, ich will das versuchen, dass wir es nacheinander machen. Erstens reden wir über den, versuchen mal auf den Roman zurückzukommen und dann kommen wir auf diese Frage zurück. Also, und der Roman ist ja gut und dieser antisemitisch sind zwei sehr verschiedene Fragen. Ich will trotzdem noch mal was sagen, weil er gesagt hat, ich hätte sofort diese Verbindung hergestellt. Das heißt noch lange nicht, dass er Antisemit ist, sondern das heißt, dass er gekränkt ist. Und da ist es ihm ziemlich wurscht, was er schreibt. Die Hauptsache, er verteidigt sich. Ich habe damit nicht gesagt, dass es ein antisemitisches Buch ist. Aber warum oder kann man jetzt nicht sagen, er ist gekränkt durch die Art, wie Marcel Reich-Ranicki verschiedentlich mit ihm umgegangen ist. Und ich muss sagen, ich saß neben Reich-Ranicki, als er losschoss auf dieses Buch Ein springender Brunnen. Es war so bodenlos skandalös, wie er über dieses Buch sprach und wie er gleichzeitig über die Person Walser sprach. Aber das kann ich habe in der gleichen Sendung darauf hingewiesen, dass der Auschwitz da nicht vorkommt. Aber die Art des Niedermachens gibt genügend Grund für Martin Walser, sehr gekränkt zu sein und deswegen ein sehr schlechtes Buch zu schreiben. Also ich mache mal eine Klammer auf, Klammer zu. Also ich versuche mal eins. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre Lektor. Ich würde auf dem Mond leben und ich kriege ein Manuskript und ich weiß nicht, wer Martin Walser ist und ich weiß nicht, dass es Reich-Ranicki gibt. Und ich lese so ein Manuskript und sage ich meinen Mitmenschen auf dem Mond, das braucht ihr nicht zu lesen. Das ist so schlecht, das brauche ich nicht zu drucken. Es gibt viele Menschen, die gute Bücher schreiben, die lesenswert sind. Ich hätte es nicht veröffentlicht. Ja. Ich war mit dieser Interpretation erstmal einverstanden. Das heißt, dieses Buch strotzt vor Affekte. Diese Affekte sind nur interessant, weil wir Voyeure sind. Weil wir sagen, aha, das ist der, das ist die.
Nicht nur Reich Ranitzky, das ist dieser Schriftsteller, das ist dieser Intellektuelle, das ist diese Frau, die hat es mir wohl mit dem gehabt. Das heißt, wir nehmen irgendwo eins zu eins, dass uns Martin Walser einfach ein Schlüssellochperspektive bietet über die deutsche intellektuellen Verlagsszene und wie man miteinander, ob im Bett oder wie auch immer, miteinander umgeht. Und als Voyeure gutieren wir das oder nicht. Bis jetzt haben wir noch gar nichts über Antisemitismus gesagt. Wir haben nur gesagt, das ist im Grunde genommen Exhibitionismus und Voyeurismus. Ein gekränkter, da bin ich einverstanden, Kleinbürger rächt sich an, nicht nur an Reich Ranitzky, an diese ganze literarische Welt, weil von Konstanz aus gesehen das alles einfach nicht deutsch genug ist. Naja, und das Schlimme ist natürlich... Das ist aber nie sein Argument. Sein Argument, er rächt sich an der Art, wie Literatur im Fernsehen, vielleicht nicht in unserer Sendung, aber in einer anderen sehr bekannten, behandelt worden ist. Und dieser Teil der Satire ist durchaus hin und wieder recht amüsant und auf jeden Fall äußerst träf. Wie das dann geweitet wird zur Person, finde ich ziemlich geschmacklos. Aber ich würde auch nicht sagen, das Buch ist einfach hundsmiserabel geschrieben. Da gibt es Passagen drin, die haben durchaus ihre Eleganz. Walser fällt nie unter ein bestimmtes Niveau. Aber die gesamte Konstruktion ist... Also in diesem Buch fällt er nun wirklich unter sein Niveau. Und das nehme ich ihm unendlich übel. Weil da ich finde fällt er nicht tief. Und ich finde, dass er sehr, sehr gut schreiben kann. Und dass er ein wortgenauer Essayist und auch ein guter Romanschriftsteller ist. Und deswegen nehme ich es ihm so übel, dass er das alles in diesem nicht ist. Also dass er wirklich einen schlechten Roman geschrieben hat. Es gibt ab und zu mal kleine, winzige Passagen. Ich habe sie mir alle geschwärzt. Und es waren sehr wenige, die ich witzig fand. Ich finde, selbst da, wo er obszön wird, ist es irgendwie... wie Bieder daneben. Es ja, ist wirklich ist nicht seine Stärke. Nein, es ist wirklich, aber es ist wirklich ganz und gar nichts. Und ich habe nicht mal als Voyeuristin... Was seine Stärke ist, am Ende möchte ich wissen. Aber obszön ist es schon mal nicht. Selbst ja? als Voyeuristin komme ich überhaupt nicht auf meine Kosten, weil es nicht witzig ist. Es ist ja wunderbar, ich finde es ja wunderbar, einen Schlüsselroman zu lesen, sagen, ah, guck mal, den kenne ich oder den, von dem habe ich doch schon mal was gehört. Aber es ist nicht witzig. Es ist auf eine so primitive Art und Weise die Wut geschrieben, aufgeschrieben, aber das Buch ist nicht geschrieben. Also wir müssen uns mal unterhalten, es ist aber ein langes Gespräch, Gabriele. Was ist obszön, was ist nicht obszön? Aber wenn ich lese, ich weiß nur nicht, ob es in der Endfassung drin ist, aber die verschiedenen Fassungen spielen für mich keine Rolle. In der ersten Fassung, die wir nicht gesehen haben, stand schon noch der Vergleich Kritiker Freisler, Reich Ranitzky Freisler drin. Der wurde, glaube ich, da dem Verlag schon weggestrichen. In der Fassung, die ich kenne, der E-Mail-Fassung, stand immerhin noch drin, dass die merkwürdigen Schaumgebilde an seinen Mundwinkeln ja nicht kein Sprechschaum sind, sondern Ejakulationsschaum, weil der Mensch durch den Mund ejakuliert. Ich würde sagen, das ist ganz schön degutant und ist mehr als Friedrichshafener Gossen. Fantasie eines 13-Jährigen. Es ist eindeutig die degutanteste Stelle. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Deswegen sollte man vielleicht dazu sagen, dass sie von einem hochbesoffenen Schriftsteller an vorgerücktester Stelle des Abends sozusagen im Vollrausch gesagt wird und von sämtlichen, die das hören, sofort kommentiert wird. Ich möchte die Stelle nicht verteidigen, aber Sie haben sie so geschildert, als sei das jetzt sozusagen Walsers 1-1-Wut. Und das ist es nicht. Also man kann eine bestimmte Geschmackspegel nicht unterschreiten und auf den Effekt spekulieren und gleichzeitig die Wirkung, die Kritik abfedern, indem man sofort in ein paar umkleidenden Sätzen das relativiert und das... Doch, das kann man. Das ist Literatur. In der Literatur können die Leute, die unmoralisch... Das ist ein relativ billiger Trick. Dieser Trick heißt Literatur. Der Trick heißt Literatur. In der Literatur können Bösewichte auftreten und ihr ganzes böses Inneres zeigen. Das heißt nicht, dass der Autor dieser Bösewicht ist. In diesem Fall, wo ein Schlüsselroman vorliegt, ist die Sache komplizierter. Ja, so unschuldig geht es nicht zu. Ich meine, das muss man können. Und ich meine, da ist Geschmack und schriftstellerisches Können... treffen nämlich da zueinander. Und bei Walser versagt beides kläglich. Hier. Es ist ein
ein Offenbarungseid, dieses doch, Buch. Es ist doch, damit sagst du ja, wenn du sagst Offenbarungseid, das ist sozusagen die Quintessenz seines schriftstellerischen Lebens und so ist er wirklich und jetzt zeigt er sich zum ersten Mal. Also so würde ich das ehrlich gesagt nicht sehen, sondern ich würde sehen, ich er hat... Das ist eine Konsequenz der Entwicklung dorthin. Ich würde Herrn Habresch recht geben. Warum? Also ich weiß, dass du nur das Buch, aber ich finde, irgendwann geht mir das auf die Nerven, man soll nur das Buch. Irgendwie gibt es eine Konsequenz. Der Herr Walser hat zu einer Zeit, wo ein Heinrich Böll zum Beispiel Solzhenitsyn empfangen hat, hat er blankfrei DKP, Kommunismus verteidigt, alles war möglich, ja. Das heißt, er hat immer den Drang, ja, sich abzusetzen und nicht zu schauen, wohin er sich absetzt und irgendwann dann zu sagen, natürlich will ich das nicht unterstützen, mir geht es ja noch nicht darum, die Sowjetunion zu verteidigen, mir ging es schon darum, eine bestimmte Kritik hier und das habe ich nur benutzt. Das heißt, er benutzt immer Dinge im springenden Brunnen, hat er, hast du ja selber erfahren, da kommt Auschwitz nicht vor, das heißt, das Wegschauen wird literarisch legitimiert und da wird mir aber gesagt, das ist eine Erinnerung. Als ob es 1:1 Erinnerung ist. Ein 70-jähriger Mann oder 65-jähriger erinnert sich und er weiß das alles so. Das heißt, er setzt nichts zusammen, er filtert gar nichts, sondern es sind so mal die Erinnerungen, wie sie kommen. Das nehme ich ihn nicht ab. Und dann kommt die Rede. Und was mich da ärgert, ist nicht die Rede von Walser. Du sagst, sie ist grottenschlecht, sie ist reaktionär. Es sitzen da 2000 Leute. Viele Sozialdemokraten, das sind Fotos. Und sie klatschen Beifall, Und Herr Bubitz ist alleine da. Das ist das einzige Mal, wo ich mich geärgert habe, nicht bei der Rede. Sonst gehe ich nie hin und ich bin auch dort nicht hin gewesen, weil ich finde, das ist so ein ganzes Spektakel langweilig. Ich wäre so gern hingegangen, aufgestanden, gesagt, das ist ekelhaft und wenigstens weggegangen. Ja, und wie so oft haben viele Leute eben auf einen deutschnationalen Affekt hingeklatscht und erst 20 Minuten später oder 3 Tage später gemerkt, was sie eigentlich beklatscht haben. Und ich würde diesem Buch, wie genau der Vorentwicklung, würde ich einen sehr präzisen Vorwurf hinzufügen. Der Walser ist nicht nur ein Mensch, der gar nicht weiß, wie man das Wort Takt buchstabiert. Das ist ihm das fernste Fremdwort in der deutschen Sprache. Zweitens, er ist feige. Er hat in der Frankfurter Paulskirchenrede nirgendwo die Adressaten seiner Angriffe genannt. Wen meinte er eigentlich mit denen, die die Auschwitzkeule schwingen? Holocaustkeule. Nein. Die Holocaustkeule. Moralkeule. Die Moralkeule, bitte. Moralkeule. Gut. Meinte er die New Yorker Anwälte? Meinte er irgendwelche Figuren im deutschsprachigen Medienwesen, meinte er damals schon Reich Janicki oder wen auch immer, meinte er die Zeit? Er könnte auch, entschuldigen, jetzt muss ich wirklich mal, das fällt mir nicht ganz leicht, Herrn Walser verteidigen, er könnte zum Beispiel auch damals etwas ganz anderes gemeint haben. Es gibt nämlich Leute, gerade im Journalismus, die sich wirklich sehr sozusagen eine Karriere erredet haben mit diesem Thema. Und es gibt ein Bild, das werde ich nie vergessen, da ist einer dieser berühmten Journalisten, ich bin jetzt mal ganz diskret und sage den Namen nicht, in einer wunderbar schönen Kameraeinstellung an diesem berühmten Lampen von Auschwitz vorbeigegangen, sinnierend über Auschwitz. Und daran habe ich gedacht, als er gesagt hat, Instrumentalisierung des Holocaust. Also man kann es auch, man muss nicht immer in die eine Richtung denken, man könnte auch in die andere denken. Aber Gabriele, und so ist das auch bei diesem Buch. Was ich ihn deswegen, ob er Takt hat, du hast vollkommen recht, er hat keinen Takt, würde ich völlig übereinstimmen, ob er feige ist, interessiert mich an sich nicht bei einem Romanautor. Also seine Charaktereigenschaften sind mir eigentlich egal. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte gerade noch was ganz Empörendes sagen. Also Literatur kann nicht feige sein. Gute Literatur kann, so wie ich Literatur verstehe, nicht feige sein. Was heißt denn feige? Er bezieht sehr viele Prügel. Möglicherweise macht ihm das, weil er auch ein bisschen masochistisch ist, noch Spaß. Aber er ist ein Mensch, der ziemlich in Debatten hineingeht und der Position bezieht. Ich beklage auch, dass es in der Rede nicht so klar war. Aber Feigheit würde ich ihm nicht besonders vorwerfen. Also ich möchte noch mal jetzt zu diesem Buch. Es ist schwer mit dem Antisemitismus, das
endgültig zu entscheiden, gebe ich zu. Du sagst aber überhaupt nicht. Du sagst überhaupt nicht. Ich will nur eins sagen. Die Figur des geilen Bockes, des hinterlistigen geilen Bockes, ist nun mal eine Metapher, die Antisemiten immer gebraucht haben. In Karikaturen. Und das dann, verstehst du, das Problem ist nicht, ich bringe eine Karikatur. Und alle Leute drumherum sagen, wie schrecklich. Aber ich habe sie öffentlich gemacht und alle, die das benutzen wollen, sagen, genau das meine ich. Und ja, genau, das aber, und das mit Reich Ranicki ja. Nochmal, wie du sagst, man kann doch. Natürlich muss man eine Form finden, wenn man Herrn Reich Ranicki nicht mag, wie er als Literaturkritiker mit anderen umgeht, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Ab dem Moment, wo man aber eine ganze Legende etwas strikt und so ganz feinfühlig, im Grunde genommen ein Prototyp, und das mit der Sexualität, hat ja überhaupt nichts mit der Literaturkritik zu tun. Ob ein Literaturkritiker gut masturbiert oder nicht, interessiert mich nicht und sagt überhaupt nichts über die Qualität seiner Kritik, die Heftigkeit seiner Kritik. Das heißt, diese Verbindung, die hat mich stutzig gemacht. Es geht eben von der Typisierung zur Stereotypisierung über. Und das ist, glaube ich, die intellektuelle und moralische Ursünde. Aber seit dem Auftritt in Dreisat wissen wir natürlich jetzt doch sehr viel mehr. Denn dort hat mir der Dichter eine Offenbarung vermittelt, dass er nämlich die Figur des Kritikers ja nicht nur Hass, ja, es gab gewisse Anflüge von Hass, die man ja verstehen kann, sondern man befasst sich ja nicht mit einer solchen Figur, ohne so lange ohne sie zu leben. Ja, und plötzlich stehen wir Kinder wie vor dem Weihnachtsbaum, vor der Erkenntnis, dass es eine Liebesgeschichte, das ist eine tragische Liebesgeschichte zwischen Walzer und Reich Ranicki. Ist, und da kommt, also ich meine, da kommt natürlich hinter dem Ressentiment der Kitsch in solcher Breitseite, wie ich ihn in der deutschen Literatur seit langer Zeit nicht mehr erlebt habe. Alle ehrlichen Kitschromane sind mir also 100-mal lieber, weil sie verglichen damit auch ehrliche Literatur sind. Das ist ranzigste Margarine. Naja, gut, das, ja, ja, das ist das, darüber sind wir uns ja einig. Aber mich nimmt das mit den antisemitischen Stereotypien wunder. Ich will eine kleine Geschichte erzählen, die hat mir mein Kollege Martin Ebel erzählt. In seiner Redaktion kam jemand zu ihm und sagte, es fällt ja auf, dass Erlkönig immer frisst, wenn er nachts telefoniert, in diesen Telefonaten mit dem RHH, Vulgo Walter Jens. Dieser Kollege kennt sich aus in antisemitischen Filmen der 30er Jahre und sagte, auch dort fressen die Juden immer die antisemitisch Dargestellten. Also ist auch das ein antisemitisches Klischee. Worauf die Frage auftauchte, ja, ist eigentlich ein Umstand, den nur ausgebuffte Kenner der Filmgeschichte überhaupt kennen und den niemand als antisemitisch wiedererkennt im Roman und wahrscheinlich noch nicht mal Walser gekannt hat, ist das antisemitisch? In diesem Fall ist der Fall klar, eher nein. Mit der Sexualität ist es komplizierter, ob man müsste hinsehen, und das halte ich eigentlich für die entscheidende Frage, wird die Sexualität in irgendeiner Weise mit dem Jüdischen in Verbindung gebracht? Wird überhaupt irgendetwas an diesem widerlichen Erlkönig mit dem Jüdischen in Verbindung gebracht? Und mir scheint, nein. Aber doch immer die eine Seite, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die andere Seite ist, Marcel Reich-Ranicki redet viel, gern und gelegentlich etwas überbordend über Sexualität. Das kommt jetzt in diesem Porträt wieder vor und er redet über Sexualität in den vielen, vielen Telefonaten, die er mit vielen, vielen Leuten führt. Das ist eine Spezialität von ihm. Das kommt jetzt hier auch wieder vor. Eine Satire muss auch ans Lebendige gehen dürfen. Es ist jedenfalls ein Grenzfall.
Ich empfinde es auch als grenzvoll und ich finde es auch ganz schwierig. Also die einen sagen, er wird so dargestellt, André Erlkönig, das heißt, die deutsche Literatur stirbt in den Armen des jüdischen Kritikers, so habe ich es von einem gelesen. Die nächsten sagen, naja, das Antisemitische an der ganzen Geschichte ist ja nicht etwa, dass André Erlkönig selber irgendwie eine Meinung hat und schöpferisch kreativ ist, sondern das wird ihm ja alles von RAHH, also sprich Walter Jens, eingeflüstert. Und das ist ja dieses alte, typische antisemitische Klischee, dass man den Juden nichts Eigenes zutraut, sondern es braucht irgendeinen anderen, der ihnen sozusagen die Worte und die Ideen überhaupt erstmal in den Kopf legt. Da frage ich mich, was denn nun? Also stirbt nun die deutsche Literatur im Schoß des jüdischen Kritikers oder ist ihm alles eingeflüstert worden oder wie? Dazu möchte ich direkt was sagen. Weil dieses Argument, ja, dass er ist ein unschöpferischer Jude, genau, alles ist nur von RHH, hat Elke Schmitter, eine sehr liebe Freundin von mir, im Spiegel vertreten. Es ist barer Blödsinn. Und zwar deswegen, weil RHH, ein eitler Mensch, behauptet, er sei derjenige hinter Reich Ranicki, vulgo Erlkönig. Richtig. Das heißt, hier wird Walter Jens durch den Dreck gezogen, eben, als ein eitler Mensch. Und man muss schon, ich weiß nicht mit welcher Brille, lesen, dass man das nicht merkt, dass aber das gegen RHH geht. Habe ich gelesen, zum Beispiel des Öfteren, Formulierungen wie die Verneinungslust. Und jetzt beschreiben Sie mir mal die hauchfeine Grenze zwischen dem, was man als Verneinungslust karikiert, und dem, was man in unzähligen Zeiten Zersetzung nannte. Es gibt, Andreas... Ja, das ist was absolut... Das hängt noch nicht einmal kulturgeschichtlich miteinander zusammen. Oh. Zersetzung ist, das Argument der Zersetzung, wie es Antisemiten verwenden, geht gegen die Moderne und geht gegen diejenigen Schriftsteller, oft Juden, die die Moderne vertreten und aufgebaut haben. Die Verneinungslust hier ist in diesem Zusammenhang mit Modernität überhaupt nicht genannt, sondern es geht einfach darum, dass es hier ein Kritiker, dass wir es bei Erlkönig mit einem Kritiker zu tun haben, der knallhart polemisch zufasst. Und wenn Reich Ranicki für eines berühmt ist, dann wirklich für das. Ja, aber also einer, der schreibt lauter Verrisse und das zum Buch macht und zum Bestseller, dem darf man doch wohl noch sagen, dass er gerne verreist. Ja, hat aber genau so grob gestrickt, hat er in den Himmel gelobt. Auch. Ich weiß, aber zwischen Verreisen und Zersetzen machen Sie eine kulturgeschichtliche Brücke, die nicht existiert. Darf ich mal einen anderen Ansatz versuchen? Es fiel mir auf, dass etwas, was den Autor Martin Walser anscheinend stört, ist, dass die deutsche Literatur beherrscht wird von einem Kritikerpapst, der nicht Deutscher ist, der irgendwo von woanders kommt. Das hat mich schon, das ist mehr als nur eine Feststellung. Sirk, kannst du mir sagen, natürlich, Reich Ranicki war von Deutschland nach Polen, es ist schon mal schwierig zu sagen, ob er ein Deutscher ist, der ist ja zwangsimmigriert worden und so, aber lassen wir das mal beiseite. Das ist erstmal die erste Konstruktion. Und dann wird, es ist zwar abgemildert, in dieser Form, wird dann, um dies zu unterstreichen, wird sich lustig gemacht über seine Sprachwendung vom Polnischen oder vom Elsässisch-Französischen kommen. Das kann man ja jetzt vermischen und so weiter. Das hat mich auch stutzig gemacht. Das heißt, dieses, was ich bei Walser schon im Springenden Brunnen hier in dieser Sendung gesagt, dieses germanische Identität, die ist irgendwie angefressen durch diese Fremden, die sich erlaubt, in einer ungebührlichen Radikalität einfach zu verreißen, zu zerstören, zu zersetzen oder zu verneinen. Das ist was anderes. Das ist nicht anders. Die Gleichstellung. Und der ganze Walzer ist ein Protest gegen eine große und hoffentlich die für uns bindende literarische Tradition, nämlich die der Aufklärung. Es ist ein teutonisches Aufbegehren gegen das Element eben dann doch übersetzter Überfremdung. Da kann er sich hinstellen und kann sagen, ja, wer hat denn eine Dissertation über Kafka geschrieben als allererster in Deutschland? Walzer. Der Essayist Walzer ist übrigens sehr viel gescheiter als der Schriftsteller Walzer, der Dichter Walzer. Das muss man auch hinzufügen. Aber damals war es natürlich ein feines auch Vorausfühlen einer Konjunktur über Kafka zu schreiben. Die
Strömungen, die Unterströmungen ändern sich im Laufe der Jetzt Zeit. Jetzt ist er also Opportunist von Anfang bis Ende. Das er kann nichts richtig machen. Er kann ein gutes Buch über Kafka schreiben, aber er ist ein Dreckskerl dabei gewesen. Ich meine, das ist das kann eine, ja sein, eine, es ist trotzdem ein gutes Buch. Also ich aber er auch, auch ein Dreckskerl, nicht? Ja. Also ob Walser, ob Walser... Weil er in dieser gleichen Zeit, seine Hinwendung ist zu Solidarität mit einer kommunistischen Organisation, wo er die Augen verschlossen hat über dem, was... Man lieber, dazwischen liegen etwa 15 Jahre. Nein, das doch. Ist seine politische Hinwendung. Danach ist er zu DKP, aber die Hinwendung, deswegen mit dem Essayisten wäre ich dann auch sehr vorsichtig. Er hat zu bestimmten Sachen und andere Sachen, die er geschrieben hat, möchte ich mal gern mit der neuen Brille dessen. Mir das Ganze, ich gebe dir das Ganze ist mir, ich sage dir deswegen, ich habe als Fassbinder sein Theaterstück aufgeführt. Habe ich Fassbinder verteidigen, sagt, das ist nicht antisemitisch, gegen die jüdische Gemeinde, Bubitz. Und zwar, da war der Streit, er schreibt nicht ein Jude, er gibt ihn nur, er sagt, der Jude. In seinem Theaterstück, die Stadt der Tod und der Müll. Mhm. Und das haben die jüdische Gemeinde, das ist offener, klarer Antisemitismus. So, ich habe damals, ja, aber das ist, dann haben alle gesagt, er ist es nicht. Und ich finde, dass im Grunde genommen, und deswegen glaube ich, dass ich damals Unrecht hatte, dass nicht so zu sehen hat, was das bedeutet, was es für Assoziationen provoziert, dass im Grunde genommen Walser, ohne es zu nennen, genau das Gleiche macht. Indem man weiß, dass es Rainer Schranitzky ist, weiß man, dass es der Jude ist. Und dann ist es der Rest egal, weil alle Assoziationen führen dahin. Du kannst dies in Deutschland leider nicht, und nicht nur in Deutschland, das wäre in Frankreich genau das Gleiche. Wer bedient denn diesen Diskurs? Nein, Walser oder sein Angreifer Schirmacher? Aber das, nein, Augenblick. Das ist wirklich genau, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen der Debatte in der Schweiz und in Deutschland. Also wir Deutsche reagieren natürlich einfach anders auf Walser aufgrund unserer Geschichte. Das ist vollkommen klar. Und ich finde Walser einfach fahrlässig und bin mal ganz vorsichtig. Ich finde fahrlässig, wie er schreibt, weil es ist missbrauchbar. Eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, ob er antisemitisch oder nicht, weil Herr Walser soll an seinen Bodensee gehen und da irgendwie antisemitisch in See grummeln. Das ist mir völlig egal, wenn er das möchte. Und mich interessiert, ob das, was er schreibt, missbrauchbar ist. Und das ist es. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Aber und das muss er wissen. Nicht nur und das, in nein, es ist natürlich, sind wir natürlich ist das aber eine andere, sind wir anders geprägt und gehen mit diesem Thema anders um. Ja, das ist doch klar. Aber das wirst du, aber du wirst, wenn Al-Qaida, heute erklärt, wir werden alle amerikanischen und jüdischen Einrichtungen zerstören, dann sind es keine Deutschen, die das sagen, und trotzdem hat es die gleiche Wirkung und die gleichen Inhalte. Nein, eben nicht, weil es hier in der Schweiz ist Walser völlig anders aufgenommen worden als in Deutschland. Also in Deutschland hat die Süddeutsche Zeitung und die Zeit, vielleicht die zwei wichtigsten, sich auf die Seite Walsers gestellt. Das zum Thema unterschiedlich aufnehmen, anders als von euch. Ja? Nein, da gibt es aber auch eine in der publizistischen Großdebatte, eine Frontstellung. Nicht? Aber darf ich mal eine Bemerkung machen? Hätte Schirmacher pro Walser argumentiert, hätten die anderen umgekehrt. Ja. Darf ich mal eine Bemerkung machen? Ich möchte gerne folgende Bemerkung machen. Mir scheint, hier in der Debatte spielt sich ein Muster ein, das darin besteht, dass ihr Martin Walser so behandelt, wie er Reich Ranitzky behandelt. Nämlich mordspauschal. Ja? Er ist jetzt einfach ein Affe. Ein Affe von seiner Dissertation, die er vor 40 Jahren schrieb, über seinen Roman Der sprengende Brunnen, den ich sehr gut finde, bis hin zu diesem Roman, den ich miserabel finde. Und der Affe ist auch noch gerade braun gefärbt. Ich erlaube mir zu finden, dass er einer der großen deutschen Schriftsteller ist, der ein politischer Idiot geworden ist, der manchmal sehr schlechte Bücher schreibt, der manchmal sehr schlechte Reden schreibt, aber daneben auch anderes. Darf ich den seine Dissertation, die er als junger Mensch geschrieben hat, die ein sehr gutes Buch über Kafka, auch das war schon Opportunismus. Da fand ich, die Gemeinheit treibt Blüten, die unakzeptabel sind. Ihm das zu unterstellen, nur weil man den neuesten Roman nicht mag, geht man in die Jugend zurück. Ich mag nicht den neuesten Roman nicht, sondern diese Ansätze, was in diesen Roman mündet, hat sich lange, lange vorbereitet. Und so stellt sich für mich eben auch das in Frage, was er früher gemacht hat und was ich auch ganz gut fand. Ja, die ganze Figur ist für mich fragwürdig geworden. Ja. Aber die Tiefe des Ressentiments, aus der dieses Buch und nicht als erstes diktiert ist, liegt natürlich in der Einsicht, dass Walser gescheit, gebildet genug ist, um in einem hinteren Winkel seines Kopfes zu wissen,
dass er kein großer deutscher Schriftsteller, sondern in seinen besten Augenblicken gehobenes, oberes Mittelmaß war. Das ist nicht schlecht und ist sogar sehr gut, wenn man die menschliche Qualität hat, sich damit abzufinden. Das hat er nicht. Also ich glaube nicht, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen, ich glaube nicht, dass Herr Walser das jüdisch-christliche Abendland, wie du gesagt hast, abschaffen möchte, um es dann sozusagen dem Teutonischen zu unterwerfen. Ich glaube vielmehr, dass Walser herausgehen möchte aus allem, was ihm irgendetwas abverlangt und irgendwelche Vorschriften und auch daraus eine Verantwortung zu haben, womöglich gerade eine Verantwortung, die über sich selber hinausgeht. Er will nur sich selber verantwortlich sein. Und daraus entstehen natürlich auch teilweise gefährliche Schlüsse. Wenn er mit dem Kollegen Sozialdemokraten namens Gerhard Schröder über die deutsche Geschichte argumentiert und zum Versailler Vertrag kommt, dann gibt er nicht eine eigene Verantwortung, sondern hat sie wieder geschichtlich gefunden bei anderen. Also schon so einfach ist es nicht, sondern wenn man sich so heute offen darstellt, muss man auch akzeptieren, dass man ein bisschen genauer hinguckt, was er die ganze Zeit gemacht hat. Und genauer hinhört. Ja, und genauer. So, aber Andreas, dir ist unbenommen zu glauben oder zu entwerfen oder zu beweisen, dass Martin Walser einer der größten deutschen Schriftsteller ist. Und wir wären ja gespannt, sein nächsten Werk gemeinsam lesen und mal sehen, was wir da sagen. Dani, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, und das finde ich nicht in Ordnung, weil ich finde, es ist wirklich ein Problem, dass der Antisemitismus durch diese ganze in Deutschland geführte Debatte banalisiert wird. Und das finde ich etwas, was ich ganz gefährlich finde, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass der Antisemitismus mal etwas sehr Gefährliches gewesen ist und wieder werden könnte. Aber ob er das durch Herrn Walser wieder wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Und was da im Moment passiert, also sozusagen ihm das um die Ohren zu werfen, etwas leichtfertig, wie ich finde. Das finde ich, keine gute Entwicklung. Walser ist ja nicht allein, sondern da ist eine Generaldebatte ja auch auf dem Wege. Ich finde auch, also das würde jetzt eine neue Diskussion erzielen. Ja. Ich habe mich selbst dabei ertappt, ich habe ja zu diesem Antisemitismus wirklich geschwiegen, ja, aber ich habe mich ertappt, dass ich mich aufgrund der ganzen Debatte, nicht Walser, aber wenn man Möllemann, Westerwelle, Walser nimmt, dass ich mich plötzlich unwohl gefühlt habe. Warum muss ich da immer mich entschuldigen, dass ich existiere? Also, aber kann man dazu nicht sagen, dass es doch sehr auffällig ist, dass sehr, sehr laute Stimmen auf Walser rumtrommeln, aber dass die Artikel, die FDP soll bitte Herrn Möllemann ausschließen, und zwar heute, die habe ich nicht gelesen. Einverstanden. Oh doch. Ja, aber nicht von denen, die so. Ja, das hätte ich gern von Herrn Schirmacher. Unvergleichlich viel unangenehmer. Von Herrn Schirmacher in der FAZ gelesen. Ich auch. Ja, gut, okay. Das ist wohl wahr. Ja, da sind wir. Also die Möllemann-Geschichte ist die für gut. Aber jetzt haben wir also, meine Damen und Herren, Sie sehen, eine Ausnahmesituation, Ausnahmedebatte. Wir haben eine Dreiviertelstunde über Martin Walser diskutiert. Es war spannend und jetzt gehen wir ohne Wenn und Aber zu Jan Buruma, Anglomania.